Herzlich willkommen zum 13. und letzten Input-Video im Seminar Grammatik. Das Thema dieses Videos wird Valenz- und Dependenzgrammatik sein. Hier ist wie immer die Literaturgrundlage, die ich in diesem Video für Sie aufbereite. Wir werden uns fragen, was sind überhaupt Valenz und Dependenz und wie hängen sie zusammen? Dann die wiederkehrende Frage, was sind Ergänzungen und Angaben und wie unterscheiden sie sich und was sind Valenzpotenz und Valenzrealisierung? Wir fangen an mit dem Grundgedanken der Valenz. In anderen Videos ist immer mal wieder die Rede von der Valenz gewesen. Heute ist sie Thema des ganzen Videos. Ich beginne mit einem Zitat von Lucien Tenier, einem oder dem Begründer der Valenz- und Dependenzgrammatik. Er sagt in seinem grundlegenden Werk von 1959, man kann so das Verb mit einem Atom vergleichen, an dem Häkchen angebracht sind, so dass es je nach der Anzahl der Häkchen eine wechselnde Anzahl von Aktanten an sich ziehen und in Abhängigkeit halten kann. Die Anzahl der Häkchen, die ein Verb aufweist, und dementsprechend die Anzahl der Aktanten, die es regieren kann, ergibt das, was man die Valenz des Verbs nennt. Das ist also eine Metapher aus der Chemie. Und man kann Valenz auch mit so etwas wie Wertigkeit übersetzen. Das heißt, so viel wie Verben, also Verben sind das, was Tenier im Kopf gehabt hat, als er das vorgeschlagen hat, aber wie wir heute wissen haben, trifft sowas auch auf Adjektive und Substantive zu. Also Verben und manche Adjektive und Substantive eröffnen sowas wie Leerstellen um sich, die dann im Satz Wörter binden. Das A hier in der Darstellung steht für Aktant. Ein Beispiel wäre zum Beispiel das Verb kennen. Das bindet dann zwei Aktanten an sich. Und Aktanten sind in den Worten von Tenier Wesen oder Dinge, die auf irgendeine Art am Geschehen teilhaben. Das ist also mehr oder weniger eine semantische Definition von Aktanten. Das sind Wesen oder Dinge, die am Geschehen teilhaben. Und dieses Geschehen wird sprachlich ausgedrückt durch das Verb. Hier ist das Kennen. Dabei ist zu beachten, dass Valenz nicht das gleiche ist wie Rektion und Kongruenz. Das sind syntaktische Relationen oder Beziehungen, die wir in vergangenen Sitzungen kennengelernt haben. Hier muss man sagen, dass Rektion und Kongruenz zwei sowas wie grammatische Reflexe oder Realisationsformen einer tiefer liegenden und zwar dann lexikalischen, aber eben nicht grammatischen Bindungseigenschaft sind. Das heißt, ein Verb hat sowas wie eine lexikalische Bindungseigenschaft, semantisch im Sinne von Tenier. Und wenn diese lexikalische Eigenschaft in der Grammatik dann zum Tragen kommt, dann gibt es sowas wie Rektion und Kongruenz, an denen, also formale grammatische Beziehungen, an denen Valenz sichtbar wird. Beim Beispiel Kennen können wir beispielsweise sagen, dass Kennen den Akkusativ regiert von ihn und in Person und Numerus mit sie, sie kennt ihn, kongruiert. Aber das sind, wie gesagt, nur Realisationsphänomene oder grammatische Reflexe einer lexikalischen Bindungseigenschaft des Verbs. Und das ist die Valenz. Die Valenz ist meistens in die Dependenzgrammatik eingebettet, beziehungsweise auch historisch in die Dependenzgrammatik eingeordnet. Und wie das ist, zeige ich Ihnen jetzt. Es gibt sowas wie eine grammatische Grundannahme dabei, nämlich die Valenzeigenschaften eines Verbs bilden das Bauprinzip eines Satzes.
Die Valenzeigenschaften sind ja lexikalische, aber ein Satz ist ein Satz, das heißt nicht im Lexikon enthalten, aber die Valenzeigenschaften des Verbs, die bestimmen das Bauprinzip eines Satzes. Und das sehen Sie hier, wie so ein Bauprinzip in der Dependenzgrammatik aussieht. Wir haben kennt als Verb und dann haben wir die beiden Aktanten davon, das sind Lehrer und Schwester. Und die sind Valenz gefordert von kennen. Und Lehrer hat jetzt noch zwei abhängige Glieder, nämlich mein und jetziger und Schwester ebenso mit deine und große. Und das sind jetzt wiederum keine Valenz geforderten Elemente mehr, sondern die sind Dependenzelemente. Wie genau, zeige ich Ihnen gleich. Der Satz, der hier dargestellt werden soll in diesem sogenannten dependenzgrammatischen Stemma, das ist: Mein jetziger Lehrer kennt deine große Schwester. Die Dependenzstrukturen, die werden genau nach solchen Schemata visualisiert. Dependenzgrammatische Satzstrukturen werden als Abhängigkeitsstrukturen in solchen Stemmata visualisiert. Also Dependenz bedeutet Abhängigkeit. Hier ist es so, dass wir weiter oben in so einem Stemma ein sogenanntes Regens haben und ein Regens regiert ein Dependenz. In diesem Fall regiert A das Dependenz C, so wie oben kennt auch Schwester regiert und kennt regiert ebenso Lehrer. Das heißt, A in dem unteren Stemma regiert auch B. Und das geht nach unten so weiter. C ist nicht nur Dependenz von A, sondern C regiert seinerseits F und B regiert E und D. So wie oben wiederum dann Schwester eben deine regiert und große regiert und Lehrer regiert sowohl mein als auch jetziger. Wenn man das umgekehrt lesen will, kann man sagen, dass Dependenz hängt von einem Regens ab. Das Verb bzw. der Verbkomplex bildet das oberste Regens in einem Satz in der Dependenzgrammatik. Das heißt, auch Nukleus und als Nukleus regiert es den ganzen Satz. Wir können hier schon einen kleinen Seitenblick wagen in einen Vergleich zwischen solchen dependenzgrammatischen Stemmata und einer konstituenten Grammatik, wie wir sie in einer anderen Sitzung schon kennengelernt haben. Sie haben hier: Mein jetziger Lehrer kennt deine große Schwester ganz gut. Über diese Buchstaben brauchen Sie sich jetzt noch keine Gedanken zu machen, die da an den Balken hängen. Und hier sehen Sie, Sie haben immer ein Wort, das von einem anderen Wort abhängt. Und diese Beziehungen zwischen diesen Einheiten in diesem dependenzgrammatischen Stemma, die sind eben Abhängigkeiten. Das ist anders in einer konstituenten Grammatik. Das ist eine andere Art und Weise, wie man über Grammatik nachdenken will, wie man grammatische Strukturen visualisieren kann. Dabei handelt es sich nicht um Abhängigkeiten, sondern um Teil-Ganzes-Strukturen. Schauen Sie sich zum Beispiel die NP an, mein jetziger Lehrer, dann ist ein Lehrer, wenn Sie sich das nur das Nomen Lehrer anschauen, das ist der Kopf dieser NP, mein jetziger Lehrer, und die Teil-Ganzes-Struktur erkennen Sie daran, dass mein jetziger Lehrer eine Art von Lehrer ist und jetziger Lehrer ist ebenfalls eine Art von Lehrer. Das heißt, Sie finden zwischen Phrasen, zwischen der NP und Ihrem Kopf, das ist also eine Subsumierungsstruktur. Das heißt, hier haben wir es mit Teil-Ganzes-Strukturen zu tun. Und das ist anders in Dependenzgrammatiken, wo wir immer Abhängigkeiten zwischen einzelnen Elementen haben. So, machen wir weiter mit der Dependenzgrammatik.
Und jetzt kommen wir zu den Buchstaben, die ich da an die Balken geschrieben habe. Vom Verb Valenz gebundene Dependenzien, hier kommt jetzt die Valenz wieder rein, das sind nämlich Ergänzungen und nicht valenzgebundene Ausdrücke oder Dependenzien, das sind freie Angaben. Ich habe jetzt die Ergänzung eben mit E versehen und die Angabe habe ich mit einem A versehen. Ganz gut bildet hier eine Angabe, beziehungsweise gut bildet hier eine Angabe und ganz ist nochmal ein Attribut zu gut. Und dass das eben eine keine Valenz geforderte Angabe ist, das ist zusätzlich nochmal durch dieses Kreuz markiert, das da durch den Strich durchgeht. Das bedeutet eben nicht valenzgebunden. Erinnern Sie sich, wir haben auch in anderen Videos schon von Ergänzungen und Angaben gehört. Da sehen Sie, wir haben hier Lehrer und Schwester als valenzgebundene Ergänzungen. Die bilden Subjekt und Objekt und Subjekt und Objekt sind immer obligatorische Ergänzungen. Das heißt, wir hatten bei Ergänzungen auch noch zwischen obligatorischen und fakultativen Unterschieden. Und diesen Unterschied haben wir gemacht auf Basis von Weglassbarkeit. Ein Beispiel für eine fakultative Ergänzung, das heißt valenzgebunden, aber weglassbar, wäre sowas wie eine Passiv-PP. Mein jetziger Lehrer wurde von deiner Schwester in einer dunklen Seitenstraße gesehen. Da können Sie in einer dunklen Seitenstraße weglassen, weil das eine adverbiale Bestimmung ist. Die ist ohnehin nur eine Angabe. Aber die Schwester, die ist valenzgebunden, weil sie semantisch eben die Seherin ist. Die wird von sehen semantisch gebunden. Da besteht also eine Valenzbindung, aber der Satz ist auch ohne ihre Realisierung wohlgeformt und deshalb handelt es sich um eine fakultative Ergänzung. Also wir könnten auch sagen, mein jetziger Lehrer wurde in einer dunklen Seitenstraße gesehen oder auch nur mein jetziger Lehrer wurde gesehen. Ja, Sie haben jetzt ein paar Illustrationen von Valenz gesehen, aber was Valenz tatsächlich ist, das ist hier noch nicht eingehend erörtert worden und darum soll es jetzt gehen. Was verbirgt sich eigentlich genau hinter dem Konzept Valenz? Wir haben bisher nur eine chemische Metapher gehört mit Bindungseigenschaften von Atomen und Aktanten. Erst nochmal zu der Frage der Ergänzungen und Angaben, die obligatorisch und fakultativ sein können. Wir haben gesehen, Ergänzung, Angabe, dieser Unterschied, beruht auf der Valenzbindung, ob ein Element valenzgebunden ist und die Frage obligatorisch versus fakultativ, die hängt davon ab, welche Ergänzungen obligatorisch und fakultativ sind. Und das ist jetzt eine notorisch schwierige Unterscheidung zwischen obligatorischen und fakultativen Ergänzungen. Und zwar, weil das Kriterium der Weglassbarkeit sehr stark kontextabhängig ist. Das heißt, wir sprechen von Weglassbarkeit so, dass ein Satz immer noch wohlgeformt ist. Schauen Sie sich die Beispielsätze an. Mein jetziger Lehrer wohnt. Das ist kein wohlgeformter Satz. Das heißt, wir müssen hier sowas wie eine Lokalergänzung haben. Mein jetziger Lehrer wohnt in einer Seitenstraße am Hafen. Das heißt, das wäre eine obligatorische Ergänzung nach diesem klassischen Kriterium der Weglassbarkeit. Und bei mein jetziger Lehrer wurde gesehen. Das ist wohlgeformt und mein jetziger Lehrer wurde von deiner Schwester gesehen. Das ist ebenfalls wohlgeformt. Das heißt, dieses von deiner Schwester, das ist eine fakultative Ergänzung. Das ist zwar valenzgebunden, aber das kann auch ohne Einbußen in der Wohlgeformtheit des Satzes weggelassen werden. Das wäre also klassisch der Gedanke dahinter,
obligatorische Ergänzungen und fakultative Ergänzungen voneinander zu unterscheiden. Aber schauen Sie sich mal so ein Beispiel hier an, auf die Frage hin, was machen unsere beiden Tiere? Da können Sie sowas sagen wie, der Tiger jagt und die Henne legt. Und das sind Kontexte, in denen man auch mal sowas wie ein Akkusativobjekt weglassen kann. Nach diesem Test der Weglassbarkeit müssten wir daraus jetzt schließen, das sind fakultative Ergänzungen. Aber tatsächlich möchte diesen Schluss niemand in der Dependenzgrammatik tatsächlich ziehen oder in der Valenzgrammatik, weil Akkusativobjekte tatsächlich eigentlich die prototypischen valenzgebundenen Ergänzungen sind und niemand möchte die als fakultativ klassifizieren. Welche anderen Ergänzungen sollen denn dann bitte obligatorisch sein? Es gibt Kontexte, in denen ist sozusagen alles irgendwann mal weglassbar. Das ist das Problem mit dem Kriterium der Weglassbarkeit. Wir können also die Frage stellen, ob tatsächlich Obligatorizität und Fakultativität von Ergänzungen überhaupt vom Kriterium der Weglassbarkeit abhängig gemacht werden können. Ja, das können sie, aber sinnvoll davon abhängig gemacht werden können sie anscheinend nicht. Und die Suche nach einer Art und Weise, wie man solche obligatorischen und fakultativen Ergänzungen voneinander unterscheiden kann, die führt in letzter Konsequenz hin zur Frage, was Valenz eigentlich ist. Und dabei hat sich gezeigt, in der Nachfolge von Tenier, dass Valenz eigentlich kein klares Konzept ist, sondern aus mehreren Beziehungen besteht, die differenziert werden müssen. Das führt uns jetzt eben genau zu der Frage, was ist Valenz? Und da können wir jetzt ein paar Beobachtungen anstellen, um zu sehen, was da für verschiedene Beziehungen drinstecken. Sie können sowas wie, er zerbrach die Tasse, da können Sie die Tasse weglassen, wenn Sie wollen, er zerbrach. Das bildet immer noch einen wohlgeformten Satz. Es könnte ja, was weiß ich, ein Windstoß sein, den kann man auch durch er ausdrücken. Er zerbrach die Tasse und er zerbrach. Dabei könnte es sich beispielsweise um einen Becher handeln. Das wäre also auch ein wohlgeformter Satz. Mein Lehrer wurde von deiner Schwester gesehen, das hatten wir schon. Hier können wir auch von deiner Schwester weglassen und der Satz ist immer noch wohlgeformt. Der Unterschied zwischen den beiden Beispielsätzen ist, dass der erste nicht die gleiche Interpretation behält, wenn man die Tasse weglässt. Ja? Er zerbrach die Tasse. Was ist es, was da zerbricht? Die Tasse. Aber wenn wir die Tasse weglassen und haben, er zerbrach, was ist es, was dann zerbricht? Dann zerbrach er. Ja, das heißt, wir haben bei der Weglassung resultiert ein Bedeutungsunterschied relativ zum Ausgangssatz. Und das ist bei mein Lehrer wurde von deiner Schwester gesehen nicht so. Wenn wir von deiner Schwester weglassen, wurde immer noch der Lehrer gesehen. Das heißt, bei manchen Weglassungen verändert sich die Interpretation eines gegebenen Satzes im Kontext. Und das Problem, das wir hier sehen, ist, die Weglassbarkeit darf keinen Einfluss auf die Bedeutung eines Satzes im Kontext haben und auf seine Wohlgeformtheit sowieso nicht. Und daraus lernen wir, nur unter Bedeutungs- und Wohlgeformtheitskonstanz weglassbare Dependenzien sind valenzgebunden. Das heißt, hier müssen wir schon Einschränkungen treffen, was die Weglassbarkeit betrifft. Und das ist ein erstes Merkmal, das das vage Konzept der Valenz erstmal charakterisiert. Das ist ein erster Faktor, NOT abgekürzt oder NOT. Und das können wir so definieren, das Valenzkriterium. Valenzgebundene Dependenzien sind notwendig, ihre Weglassung ändert bei konstanter Wohlgeformtheit die Interpretation des Satzes im Kontext. Das haben wir an dem Zerbrechensatz gesehen. Eine weitere Beobachtung.
Wir haben so Sätze wie es schneit, es regnet, es stürmt, es ist spät. Also mit Witterungsverben und solchen Zeitangaben beispielsweise. Und die haben wir jetzt auch schon öfter gesehen. Und solche Witterungsverben wie regnen, stürmen, schneien, die sind semantisch nullwertig. Das heißt, hier gibt es, was die Valenz betrifft, überhaupt gar keine Gegenstände oder Aktanten, die da gefordert werden. Es gibt aber trotzdem ein leeres Subjekt, ein semantisch leeres Subjekt in Sätzen, in denen diese Verben auftauchen. Das Problem, da stellt sich uns jetzt die Frage, ist Valenz denn überhaupt ein semantisches oder nicht viel eher ein syntaktisches Phänomen? Tenier hatte ja noch damit gerechnet, dass diese Aktanten semantisch gefordert sind. Hier sehen wir jetzt, hier wird semantisch gar nichts gefordert, aber es gibt trotzdem sowas wie eine syntaktische Ergänzung. Die Lösung muss sein, dass Valenz sowohl ein semantisches als auch ein syntaktisches Phänomen ist. Vertiefen wir diesen Punkt nochmal mit einer weiteren Beobachtung. Wir können nicht sinnvoll solche Sätze äußern wie »Die Tasse trinkt einen Kaffee«. Und zwar aus einem bestimmten Grund. Es ist eine semantische Anforderung an das Subjekt von Trinken, dass es sich dabei um ein Agens handelt, das belebt ist. Also das Element muss die lexikalische Eigenschaft belebt haben. Oder er schneidet die Inflation. Hier sehen wir, hier gibt es semantische Restriktionen auf das valenzgebundene Objekt. Das muss ein Patient sein und das muss jetzt unter anderem die lexikalische Eigenschaft haben, dass es sich dabei um etwas Solides handelt, denn nur etwas Solides kann auch geschnitten werden. Jetzt gucken sich die nächsten beiden Beispielsätze an. Er trinkt in einen Kaffee. Hier handelt es sich um eine syntaktische Verletzung. Wir können das nicht sagen, beziehungsweise das ist ein syntaktisch nicht wohlgeformter Satz, weil Trinken eben einen Akkusativ regiert und nicht eine Präposition wie in. Oder er schneidet des Brotleibs, ist ebenfalls nicht wohlgeformt, weil schneiden eben ein Akkusativ regiert, beziehungsweise eine direktionale Präposition, zum Beispiel er schneidet in den Brotleib oder er schneidet das Brot. Daran sehen wir, so Verben wie trinken oder schneiden, die platzieren sowohl syntaktische als auch semantische Restriktionen auf ihren Dependenzien. Das heißt, wir müssen auch sowas wie semantische und syntaktische Valenz differenzieren. Und das wird in zwei weiteren Valenzfaktoren getan. Das ist FOSP und INSP. FOSP bedeutet so viel wie formale Spezifizität. Also valenzgebundene Dependenzien weisen eine vom Verb auferlegte formale Spezifizität auf, also syntaktische Restriktionen. Und INSP ist dann das Gegenstück dazu aus der Semantik. Valenzgebundene Dependenzien weisen eine vom Verb auferlegte inhaltliche Spezifizität auf, also semantische Restriktionen, sowas wie Belebtheit oder Solidität. Bei der FOSP, bei der formalen Spezifizität, sind es tatsächlich sowas wie Rektionseigenschaften. Eine weitere Beobachtung. Wir können, wenn wir so einen Satz haben wie deine Schwester lästert über meinen Lehrer, dann hat das eine semantische Prädikat-Argumentstruktur, die sieht so aus, dass wir ein logisches Prädikat Läster haben mit zwei semantischen Argumenten, Schwester und Lehrer, so dass also das Lästern eine Relation ist oder ein Prädikat, das über Schwester und Lehrer prädiziert wird, so dass die Schwester eben über den Lehrer lästert. Wenn wir jetzt so einen Satz anschauen wie deine Schwester lästert im Unterricht über meinen Lehrer, dann haben wir nicht eine Prädikat-Argumentstruktur, so dass Läster das logische Prädikat ist und Schwester, Lehrer und Unterricht sind die drei Argumente davon. Das Lästern wird nicht
ausgesagt über Schwester, Lehrer und Unterricht, sondern wir haben eine andere Prädikat-Argumentstruktur. Wir haben wieder das Prädikat lästern und die Argumente Schwester und Lehrer davon. Das heißt, das Lästern wird ausgesagt als Beziehung zwischen Schwester und Lehrer. Und diese Prädikat-Argumentstruktur, die fungiert wiederum als Argument eines übergeordneten Prädikats im Unterricht. Und zwar kann man das daran erkennen, dass das Lästern der Schwester über den Lehrer im Unterricht stattfindet. Das heißt, im Unterricht hat selbst als Argument die gesamte Prädikat-Argumentstruktur aus Lästern und den Argumenten Schwester und Lehrer. Was wir daraus lernen oder welches Problem wir daraus ersehen können: Nicht alle Dependenzien sind auch logische Argumente des verbalen Prädikats. Und die Lösung, die man hinsichtlich Valenz daraus ableiten muss, ist: Nur Argumente des verbalen Prädikats sind auch valenzgebunden. Das heißt, wir können einen vierten Faktor ausmachen, der über das Bestehen einer Valenzbeziehung entscheidet. Der lautet arg für Argument. Valenzgebundene Dependenzien sind Argumente des verbalen logischen Prädikats. Und das bedeutet nicht selbst Prädikate, die das Verb als Argument haben, so wie im Unterricht eben. Das heißt, wir können Ergänzungen von Angaben unterscheiden, indem wir sagen, valenzgebundene Dependenzien des Verbs nach diesen Faktoren Not, FOSP, INSP und ARG sind Ergänzungen und alle anderen Dependenzien des Verbs, alle anderen Dependenzien des Verbs sind keine Ergänzungen. Und wir können obligatorische von fakultativen Ergänzungen unterscheiden, indem wir sagen, gar nicht weglassbare Ergänzungen sind obligatorisch und gemäß dem ersten Faktor Not weglassbare Ergänzungen sind fakultativ. Wissen wir jetzt damit, was Valenz ist und welche einzelnen Relationen sich dahinter verbergen, nämlich die unter 1 bis 4 hier genannten. Wir können erstmal noch sowas wie eine quantitative und eine qualitative Valenz jetzt auf dieser Basis unterscheiden. Die quantitative Valenz würde dann die Anzahl der Ergänzungen betreffen, die von einem Verb gefordert werden, und die qualitative Valenz die Art der Ergänzungen, die von einem Verb gefordert werden. Die haben wir ja vor allem unter FOSP und INSP kennengelernt. Sind damit unsere Probleme mit einer exakteren Definition von Valenz gelöst? Es verbleiben noch Probleme. Und zwar beim ersten Faktor Notwendigkeit können wir fragen, gibt es denn überhaupt einen sicheren Test dafür, dass die Bedeutung bei einer Weglassung gleich bleibt oder nicht gleich bleibt? Oder sind wir da auf Intuitionen angewiesen? Und dann bei FOSP und INSP, also den formalen und inhaltlichen Spezifikationen, die ein Verb seinen valenzgebundenen Elementen auferlegt, hier können wir fragen, ob diese Spezifikationen tatsächlich immer abhängig von der Valenz eines einzelnen Verbs, nämlich des jeweils gegebenen Verbs, abhängig sind, oder ob man dafür nicht tatsächlich ganz allgemeine Regeln angeben kann, so dass man diese Spezifikationen gar nicht einzelnen Verben zuteilen muss, sondern die in Regeln fassen kann, die dann jeweils für viele Verben gelten. Also ist hier überhaupt sowas wie Valenz nötig? Also Valenz im Sinne dieser beiden Spezifikationen. Muss man diese Spezifikation tatsächlich als Valenz fassen? So lautet das Problem. Und bei der Argumenthaftigkeit, dass nur Argumente des verbalen Prädikats tatsächlich Ergänzungen sind, also valenzgebunden, hier stellt sich das Problem,
ob es tatsächlich auch einen sicheren Test für die Argumenthaftigkeit gibt. Ich habe Ihnen ein Beispiel gezeigt mit dem Lästern der Schwester über den Lehrer, wobei das Lästern im Unterricht stattfindet. Da geht das gut, aber gibt es tatsächlich einen sicheren Test, der immer funktioniert? Und da kann man jetzt, oder da hat man sich gefragt, ob man solche Tests nicht konzipieren kann, die uns dabei helfen, Ergänzungen von Angaben zu unterscheiden. Und die solche Tests schauen wir uns jetzt mal an. Ein erster Testversuch wäre, dass wir sagen, Angaben sind bei allen Verben frei hinzufügbar, Ergänzungen nicht. Schauen wir uns hier die Beispiele an. Sie lacht herzhaft, da können wir was hinzufügen, jeweils das gelb hinterlegte. Sie lacht in, auf, unter der Zeltplane, sie lacht die Nacht hindurch, sie lacht den ganzen Tag. Das funktioniert alles, das ist also alles frei hinzufügbar und würde daher sich als Angabe qualifizieren. Aber wir können nicht sowas hinzufügen wie ihn in »Sie lacht ihn«. Und dass das nicht geht, das wäre jetzt eben der Test aufs Exempel. Da das nicht funktioniert, kann es wohl keine Angabe sein, deshalb muss es eine Ergänzung sein. Aber schauen wir uns folgende Beispiele an. Sie lacht auf die Zeltplane. Das ist wirklich wahrscheinlich nur unter sehr, sehr speziellen Bedingungen ein wohlgeformter Satz. Nämlich wenn sie bei Lachen tatsächlich auch irgendetwas aus dem Mund ausstößt, emittiert. Dann könnte man sowas vielleicht noch sagen, aber sowas wie sie lacht schwül oder sie lacht ultramarinblau, das ist dann wohl nicht mehr wohlgeformt. Das heißt, das ist nicht frei hinzufügbar und das, obwohl es sich dabei um Angaben handeln müsste. Das heißt, dieser Test, der funktioniert schon mal nicht besonders gut. Was wir daraus lernen, ist, dass inhaltliche Spezifizität nicht nur auf valenzgebundene Dependenzien beschränkt ist. Ja, Sie sehen ja in den Beispielen auf der rechten Seite, sie lacht unter die Zeltplane oder sie lacht ultramarinblau. Auch bei valenzungebundenen Dependenzien gibt es tatsächlich solche Beschränkungen inhaltlicher Spezifizität, die ja eben aber noch ein Kriterium für valenzgebundene Dependenzien sein sollten. Der zweite Versuch, Angaben sind in einen eingebetteten Satz umformbar. Sie lacht unter der Zeltplane, das wäre umformbar in sie lacht, während sie unter der Zeltplane ist, das wäre also würde sich dadurch jetzt als Angabe qualifizieren. Sie wohnt unter der Zeltplane, das ist ja bekanntlich keine Angabe, sondern eine Ergänzung bei Wohnen. Das können wir nicht in einen eingebetteten Satz umformen. Sie wohnt, während sie unter der Zeltplane ist, das bedeutet was anderes und ist womöglich auch nicht mal wohlgeformt. So würde man sich die Funktionsweise eines solchen Tests für Ergänzungen und Angaben denken. Aber auch hier gibt es Gegenbeispiele. Sie lacht heftig, können wir, ja, wenn überhaupt, nur recht unbefriedigend umformen in sowas wie sie lacht, so dass es heftig ist. Er rennt um sein Leben, können wir gar nicht umformen, das ist nicht wohlgeformt. Er rennt, dass es um sein Leben ist. Und er leugnet den Klimawandel, da haben wir es ja mit einer klaren Ergänzung zu tun, nach allem, was wir in der Dependenz- und Valenzgrammatik wissen. Und den kann man dann wiederum sehr gut umformen. Er leugnet, dass das Klima sich wandelt. Das heißt, dieser Test würde vorhersagen, dass es sich bei dem Klimawandel hier also um eine Angabe handelt. Aber das ist etwas, was keine Dependenzgrammatikerin akzeptieren würde. Dritter Versuch. Angaben sind in einen Geschehensatz umformbar. Sie lacht unter der Zeltplane.
Sie lacht und das geschieht unter der Zeltplane. Ja, das funktioniert. Sie haut den Hering mit einem Hammer rein. Sie haut den Hering rein und das geschieht mit einem Hammer. Funktioniert auch. Mit einem Hammer also Angabe. Und sie haut und das geschieht den Hering. Das funktioniert nicht. Es ist ja auch so, dass der Hering hier keine Angabe ist, sondern eine Ergänzung. Wir sehen hier, dass es wäre auch, wenn es funktionieren würde, ein Test für Argumenthaftigkeit, also für den Faktor arg. Aber auch hier gibt es gewichtige Einwände. Dieser Satz funktioniert zum Beispiel nicht wie für sie isst Pizza. Sie isst, kann man perfekt sagen, deshalb ist Pizza auch weglassbar und wäre deswegen auch eine Angabe. Aber wir können nicht sagen, sie isst und das geschieht Pizza. Und ähnlich wie sie haut den Hering und sie isst Pizza, sehen wir hier, beim Hering macht das eine richtige Vorhersage und bei Pizza macht das eine falsche Vorhersage, obwohl es beides Akkusativelemente sind. Und das hängt eben daran, dass dieser ganze Test nicht mit Akkusativelementen funktioniert, ob das jetzt Angaben oder Ergänzungen sind. Und zwar aus dem einfachen Grund, dass der Test oder das Funktionieren dieses Tests von der Valenz von Geschehen abhängig ist, also vom Diagnoseinstrument abhängig ist. Und Geschehen funktioniert eben nun mal nicht mit Akkusativelementen. Und das geschieht den Hering und das geschieht Pizza. Das hängt nicht daran, dass das Angaben sind oder nicht, sondern das hängt einfach daran, dass man das mit Geschehen nicht benutzen kann. Deshalb ist dieser Satz auch untauglich. Wir schließen daraus, dass Ergänzungen und Angaben sich nicht in verallgemeinerbarer Weise differenzieren lassen. Das muss einfach unsere Schlussfolgerung daraus sein. Wenn wir das detailliert durchgehen würden, würden wir auch finden, dass Not, Fosp, Insp und Arg zum Teil zu uneinheitlichen Ergebnissen bei demselben Verbtoken und sogar demselben Beispielsatz führen würden. Wenn wir uns errennt um sein Leben anschauen, dann können wir sehen, um sein Leben ist weglassbar und errennt immer noch. Aber wir haben es mit einer formalen Spezifikation zu tun, denn rennen regiert die Präposition um. Das heißt, hier machen die zwei Faktoren schon unterschiedliche Diagnosen und jetzt müsste man daran gehen, die zu gewichten. Und was passiert, wenn die Gewichtung sich auch wieder je nach Beispielsatz umdreht, dann stehen wir wieder am Anfang mit unseren einzelnen Kriterien für das Bestehen oder Nichtbestehen von Valenzrelationen. Wir sehen auch, dass die Tests zur Diagnose von Ergänzungen und Angaben, die wir gerade ausprobiert haben, nur für eine Teilmenge aller Fälle funktionieren und für einen anderen Teil auch ganz andere, ganz falsche Diagnosen stellen. Das heißt, auf die können wir uns auch nicht verlassen. So, wir können uns jetzt fragen, was sollen wir jetzt über Valenz denken? Brauchen wir das Konzept überhaupt noch für irgendwas? Wir haben gesehen, es ist theoretisch schwer zu fassen und auch schwer zu formalisieren. Und es ist über die Jahrzehnte in zahlreiche feiner differenzierte Beziehungen ausdifferenziert worden. Notwendigkeit, formale Spezifizierung und so weiter. Das sind Beispiele für solche feineren Differenzierungen. Was aber trotz allem immer ein fruchtbarer Anwendungsbereich der Valenzgrammatik gewesen ist oder der Arbeiten zur Valenz insgesamt, das ist der Fremdsprachenunterricht und diese Arbeiten zur Valenz, die sind in Valenzwörterbücher. Die haben in Valenzwörterbüchern ihren Niederschlag gefunden und die sind tatsächlich sehr hilfreich. Also wenn das Valenzkonzept auch theoretisch immer problembehaftet gewesen ist, hat es doch eine fruchtbare Anwendung gefunden.
Hier sehen Sie einen Screenshot aus einem Wörterbuch der Verbvalenz beim Institut für Deutsche Sprache, Leibniz-Institut für Deutsche Sprache Mannheim, eingebettet in diese Lehrplattform Grammys. Die können Sie gern auch mal konsultieren, die ist sehr gut. Und da ist hier ein Beispieleintrag für das Verb halten in einer seiner vielen Lesarten. Das Beispiel hier, halten, Lesart 4, wäre: jemand hält jemanden oder etwas mit etwas so. Also, er hält mit Vitaminen sein Gehirn fit. Er hält mit Joggen seinen Kreislauf intakt und solche Beispiele. Und hier sehen Sie, was halten in dieser Lesart für Valenzeigenschaften hat. Hier ist nämlich ein Satzbauplan mit eingegeben. Da haben Sie, die Ergänzungen heißen hier Komplimente, ein Subjektskompliment, ein Akkusativkompliment, ein adverbiales Kompliment und ein prädikatives Kompliment. Und Sie sehen zum Beispiel, er hält mit Vitaminen sein Gehirn fit. Er repräsentiert das Subjekt, die Subjektsergänzung. Sein Gehirn repräsentiert die Akkusativergänzung. Wir haben eine optionale, eine fakultative Ergänzung adverbial mit Vitaminen und eine prädikative Ergänzung fit. Und dann finden Sie hier tatsächlich belegte Beispiele dafür. Und das ist natürlich hochgradig hilfreich für Fremdsprachenlerner, die sich fragen, welche Ergänzungen in welcher Form gehören eigentlich zum deutschen Verb halten. Hier sehen Sie noch ein paar andere Beispielverben, für die so eine Valenzangabe oder die Angabe von so einem Satzbauplan, also allen Ergänzungen, die zu so einem Verb dazugehören, die valenzgebunden sind, wie so ein Satzbauplan helfen kann, mit Schwierigkeiten klarzukommen. Es gibt zum Beispiel im Deutschen die semantisch sehr ähnlichen Verben treffen und begegnen. Ja, und da müssen Sie wissen, dass treffen mit einem Subjekt und einem Akkusativobjekt gebildet wird, aber begegnen mit einem Subjekt und einem Dativobjekt. Und sowas ist dann zum Beispiel in einem Valenzwörterbuch auch enthalten. Oder wir haben auch systematisch solche Alternationen wie die zwischen folgen und verfolgen. Folgen mit Subjekt, Dativobjekt und einer optionalen Direktionalergänzung, also er folgt ihm ins Kaufhaus. Aber verfolgen funktioniert mit einem Subjekt und einem Akkusativobjekt. Er verfolgt ihn. Sowas wie rauben und berauben funktioniert auch produktiv im Deutschen. Oder sagen wir nicht produktiv, sondern systematisch gibt es solche Alternationen. Also, er raubt die Diamanten. Da ist das Akkusativobjekt semantisch ein Thema. Aber bei berauben haben wir zwar auch ein Akkusativobjekt, aber das ist nicht das Thema, sondern das Patiens. Er beraubt ihn oder den Juwelier und dann mit Genitiv der Diamanten. Also, er raubt Diamanten, aber er beraubt ihn der Diamanten. Da wird das Thema semantisch mit einer Genitivergänzung, mit einem Genitivobjekt ausgedrückt. Und sowas ist eben in Valenzwörterbüchern abgebildet und deshalb sind die so nützlich für die Anwendung im Fremdsprachenunterricht. Der Vorteil von solchen Anwendungen ist, dass die theoretische Probleme darin nicht so eine große Rolle spielen, weil man da eben praktische Entscheidungen treffen kann und nicht alles auf sowas wie theoretische Konsistenz und Kohärenz ausgerichtet sein muss.
Kommen wir zum Schluss noch zur Frage, was der Unterschied zwischen Valenzpotenz und Valenzrealisierung ist. Zur Erinnerung, vorhin hatte ich Ihnen den Unterschied zwischen quantitativer und qualitativer Valenz erläutert. Die quantitative Valenz war die Anzahl der Ergänzungen, die von einem Verb gefordert werden, und die qualitative Valenz war die Art und Weise oder die Art, wie diese Ergänzungen realisiert werden müssen. Und bei den Überlegungen, welche Valenz ein Verb hat, da ist man bisher immer implizit von sowas wie einer Normalbedingung ausgegangen, nämlich die Normalbedingung waren finite aktive Aussagesätze, so wie in er bringt sie zur Post oder was weiß ich, der Briefträger bringt die Briefe zur Post. Das wäre so eine Normalbedingung und von der würde man dann ablesen, aha, bringen fordert also eine Ergänzung im Nominativ, eine im Akkusativ und eine direktionale Ergänzung. Aber wenn wir uns mal angucken, in welchen anderen Erscheinungsformen, die dann eben nicht Normalbedingungen wären, bringen auftauchen kann, dann finden wir ganz andere Valenzmuster. Bringen Sie zur Post, da haben wir beispielsweise keine Ergänzung im Nominativ mehr realisiert. Oder im Passiv, sie wird zur Post gebracht, da haben wir auf einmal als Nominativergänzung das, was im Aktiv noch das Akkusativobjekt war. Dann haben wir eine ganz neue Form von Ergänzung, nämlich eine mit einer Präpositionalphrase von. Sie wird von ihm zur Post gebracht. Nur die Direktionalergänzung würde gleich bleiben und in so einem in so einer Infinitivkonstruktion sie zur Post zu bringen, da haben wir ähnlich wie beim Imperativ auch keine Subjektsergänzung dabei. Das heißt, in diesen vier Beispielsätzen, und Sie müssen sich alle möglichen Beispielsätze jetzt denken, auch mit unterschiedlichen Verben. In solchen Sätzen wird sowas wie die lexikalische Valenzpotenz, die bringen hat, und dann sind wir wieder bei der Idee von Tenier, dass es sowas wie eine semantische Valenz gibt, sodass Aktanten semantisch von einem lexikalischen Verb gefordert sind. Dieselbe lexikalische Valenz wird hier qualitativ und quantitativ eben unterschiedlich grammatisch realisiert. Das ist die Idee bei der Valenzpotenz. Das heißt, wir hätten sowas wie Valenzpotenz und das ist die Potenz von Verben im Lexikon, also nicht im Satz, sondern als Elemente, die wir im Kopf haben, im mentalen Lexikon oder in einem Lexikon als grammatiktheoretischer Einheit. Die Potenz von Verben, eine grammatische Struktur festzulegen, falls die grammatische Struktur realisiert wird. Und die Realisierung ist dann genau das, nämlich die Verwirklichung der lexikalischen Valenzpotenz eines Verbs in grammatischen Strukturen einer Sprache. Das können aber jetzt eben verschiedene grammatische Strukturen sein, wie wir eben gesehen haben, Passiv-, Imperativ-, Infinitiv-Strukturen. Aber dann eben die sogenannte Normalbedingung, finiter Deklarativsatz, das wäre dann eben nur eine von vielen möglichen grammatischen Strukturen, die eine Valenzpotenz realisieren. Was entscheidet jetzt darüber, wie die Valenzpotenz tatsächlich grammatisch realisiert wird? Und da können wir zumindest für das Deutsche sagen, da spielt der Satz Modus eine Rolle, Genus Verbi oder Diathese spielt dabei eine Rolle, Finitheit spielt dabei eine Rolle, das haben wir eben an den Beispielen mit bringen alles gesehen, dann aber auch, ob ein Verb ein Präfix be hat, das haben wir gesehen bei rauben und berauben und noch an anderen Faktoren hängt das. Man kann diese Frage auch sprachtypologisch stellen, wie das im Sprachvergleich aussieht, wie Valenzpotenz realisiert werden kann. Und da gibt es zum Beispiel den Pro-Drop-Parameter.
hinsichtlich dessen sich Sprachen unterscheiden. Es gibt nämlich einige Sprachen, in denen kann man unbetonte Subjektpronomen einfach weglassen. Wir haben hier auf der linken Seite die Valenzpotenz des Verbs gehen. Ich habe die hier in Bedeutungsstriche gesetzt, das Verb gehen, weil das ja in verschiedenen Sprachen unterschiedlich lautet. Und als Valenzpotenz habe ich jetzt nur hingeschrieben, das ist eine Ergänzung. Und jetzt können wir in die Valenzrealisierung schauen. Im Deutschen lautet das er, sie, es geht beispielsweise. Hier können wir das Subjektpronomen nicht weglassen. Geht können wir nicht sagen, genauso wenig im Englischen. He is going, he, she, it is going, was weiß ich, are going. Und hier können wir auch das Subjektpronomen nicht weglassen, selbst wenn es unbetont ist. Aber wenn wir zum Beispiel ins Lateinische, ins Italienische und ins Türkische reinschauen, da kann man hier Pronomen realisieren. Man kann sie aber genauso gut weglassen. Und das ist der sogenannte Pro-Drop-Parameter. Man kann Pro eben droppen und Pro, damit sind eben unbetonte Subjektpronomen gemeint. Und das geht in manchen Sprachen und in manchen anderen nicht. Wir haben hier jetzt sowas wie zwei grundlegende Modi der Valenzrealisierung, aber der gleichen Valenzpotenz. Also zwei verschiedene Modi der Realisierung derselben Valenzpotenz. Wir haben auf der einen Seite eine syntaktische Valenzrealisierung, die erfolgt über die Subjektpronomen. Und wir haben auf der anderen Seite eine morphologische Valenzrealisierung. Und die finden wir in den Flexionselementen bei den Verben. Das ist die Idee der Trennung zwischen Valenzpotenz und Valenzrealisierung und der Idee, dass auch in Verbendungen oder in Flexionsformen von Verben Valenz realisiert werden kann. Im Deutschen ist das so, dass beim Verb G, das eben als Valenzpotenz nur eine Ergänzung hat, eine syntaktische Valenzrealisierung stattfinden muss. Also er geht, wir können hier das nicht weglassen. Aber in anderen Auftretensformen, je nach Satzmodus, er geht versus G versus geht als Imperativ, Singular und Plural. Da finden wir auch im Deutschen Auftretensbedingungen des Verbs gehen in der Grammatik, in denen die Valenz nur morphologisch realisiert ist, nämlich in solchen Imperativsätzen beispielsweise. Das heißt, wir haben den Unterschied zwischen einer syntaktischen Valenzrealisierung und einer morphologischen Valenzrealisierung. Und diesen Unterschied finden wir systematisch im Sprachvergleich, aber auch innerhalb verschiedener Bedingungen im Deutschen. Das heißt, wir können als zwei grundlegende Modi der Valenzrealisierung jetzt die Mikrovalenz und die Makrovalenz angeben. Also die Valenzpotenz, das ist eine lexikalische Potenz von Verben, eine grammatische Struktur festzulegen, falls sie realisiert wird. Und die Valenzrealisierung wäre dann die Verwirklichung dieser lexikalischen Potenz eines Verbs in grammatischen Strukturen einer Sprache. Und das kann jetzt auf zwei verschiedene Weisen geschehen, nämlich in der Mikrovalenz. Davon sprechen wir, wenn die Valenz morphologisch realisiert wird, beispielsweise in Verbendungen, oder syntaktisch, wenn sie syntaktisch realisiert wird, zum Beispiel in echten Ergänzungen, in Nominalphrasen, die Kasus tragen oder Präpositionalphrasen oder anders, dann sprechen wir dabei von Makrovalenz. Es gibt dafür auch eine Notationsweise. Nehmen wir als Beispiel die Valenzpotenz des Verbs essen im Deutschen. Die hätte also potenziell zwei valenzgeforderte Elemente, zwei Aktanten. Und jetzt können wir gucken, wie ist die auf der Mikroebene
realisiert und wie ist die auf der Makroebene realisiert. Nehmen wir an, 1 wäre der Esser und 2 wäre das Gegessene. Dann können wir auf der Ebene der Mikrovalenz, das wäre die morphologische Realisierung, sehen, aha, E1, E bedeutet, dass es realisiert, und zwar auf der Mikroebene, und das heißt im Verb kodiert. Ist da drin, ist also der Esser mitkodiert als zweite Person Singular, und der zweite geforderte Aktant, das Gegessene, das ist auf der Mikroebene nicht realisiert, das hat hier eine Null. Und wenn wir sowas haben wie er isst etwas, dann sehen wir, auch hier ist im Verb die dritte Person schon mitkodiert. Das heißt, auch die hat hier ein kleines E für morphologische Realisierung des ersten Aktanten. Und auch hier ist morphologisch im Verb nichts vom Gegessenen mitkodiert. Deshalb ist auf der Mikroebene auch keine Mikrovalenz vorhanden, keine Realisierung des zweiten Aktanten auf der Mikroebene, das heißt auf der morphologischen Ebene. Wenn wir uns die Makroebene für die gleichen beiden Beispiele ansehen, dann sehen wir, als echtes Satzglied ist das Subjekt oder der erste Aktant nicht realisiert, ist etwas, kommt ja ohne Nominalphrase im Subjekt aus, aber der zweite Aktant, das Gegessene, ist als etwas, also als eine Nominalphrase realisiert. Und deshalb bekommt das hier das große E für Realisierung als Satzglied. Und wenn wir er ist etwas anschauen, dann sehen wir, dass sowohl das Subjekt, der erste Aktant, als auch das Objekt, der zweite Aktant, hier als Satzglieder realisiert sind. Und wenn wir jetzt beide Ebenen zusammennehmen, dann sehen wir, dass als einziger Aktant der erste Aktant von Essen, also der Esser oder die Esserin, sowohl morphologisch, nämlich in der Verbendung, realisiert ist, als auch in einem Satzglied, nämlich hier im Subjekt. Das heißt, das ist redundant. Dieser Aktant ist redundant realisiert. So viel also zur Valenzpotenz und zur Valenzrealisierung. Damit sind wir am Schluss auch mit diesem letzten Thema Valenz- und Dependenzgrammatik. Ich danke Ihnen wieder einmal für Ihre Aufmerksamkeit und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.